Ey, was geht YouTube? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GS Chronicles. Wir sind immer noch hier in Olivine City, wenn ich es richtig habe. Und müssen jetzt hier diesen Tower bearbeiten. Und ja, ich bin guter Dinge. Dieses Mal sieht es eigentlich relativ in Ordnung aus, was unseren Encounter angeht. Und wir haben noch viele alive, von dem her würde ich sagen, wir gehen da rein. So, jetzt sind wir hier direkt schon beim ersten Trainer. Ich weiß gar nicht, gegen was wir jetzt hier fighten. Ich probiere mal einen Cross-Poison. Okay. Ich mache auf den Füße, die hat auch ein Tempo. Wechseln wir mal. Charm, okay. Poison Powder. Hypnose. Nervt. Wieder Hypnose. Ey, hör doch auf. Wake up und hit. Jawohl. So, jetzt kommt wieder wahrscheinlich Hypnose. Trifft auch wieder, auch wenn es nur eine 55% Accuracy hat. Charm. Okay. So was nervt, Alter. Wenn es 100% Accuracy hätte, würde ich mich ja gar nicht beschweren. Aber so halt doch. Cross Poison. Oh, schöner Crit. Schön 100% Accuracy hier. Hinten. Mal einen Cross Poison geben. Mal einen Cross Poison geben. Schön Erkannt ergeben. Ah, schade, konnte ich nicht dribbeln. Harry hier extrem geil. Dazzling Gleam, wirklich sehr geile Attacke. Nugget. Dribbeln? Ach. Mein Sweet Kiss. So, Sweet Kiss ist nicht Drain Kiss. Ah, fuck. Ich dachte, es ist Drain Kiss. Fresh Water. Ich habe das Gefühl, da hinten liegt ein Item, deswegen werde ich es riskieren. Fuck. Max Potion liegt hier. Ach nö, komm. Revive bringt mir auch gar nichts. Perfekt, direkt in den Fight. Nose. Probieren wir mal einen Seed Bomb. Perfekt. Ich meine, hier sind wir sogar schon. Ah, nicht direkt oben. Schade. Awakening. Dribbeln. Ah. Die Leute haben eine gute Sicht. Dick. Nochmal dick. Kengiskan. Poison Powder muss hitten, jawohl. Es kommt ein Mega Punch. Confuse Ray. Hat himself und Poison, sehr gut. So, jetzt müssten wir doch eigentlich. Ah, oh, jetzt kommt noch einer. Nerven die, ey. Komm, gönn ein paar Fresh Waters. Was probiert er? Belly Drum. Oh. Oh, wichtig.
Lol. Ey. Steel Wing hier, okay. So, jetzt kann ich mit ihr quatschen. Ich hol dir die Medizin. Ich den Wave Rider. Boah, die alle. Boah, gerade kurze FPS-Drops. Hier auf jeden Fall wieder mit. Mit Dings arbeiten, mit Super Repels. Dribbeln. Dribbeln. Ah! Ihn wollte ich eigentlich auch dribbeln. Tagged. Spit up. Ah, jetzt hätte ich Dings gern gehabt. Jetzt hätte ich gern Protect eingesetzt. Rock Slide. Perfekt. Ihn schön gedribbelt. Jetzt muss ich hier runter dribbeln, glaube ich. Sie gedribbelt. Jetzt bin ich doch schon da, oder? Jawoll, alle gedribbelt, alle gedribbelt. So, jetzt kriege ich hier theoretisch entweder einen Shuckle. Kann ich mir holen. Oder ich kann mir hier auch ein Wasser-Pokémon holen. Tentara, Whelmer. Ich weiß ja nicht, wie krass ein Shuckle ist. Aber ich meine, Shuckle war nicht schlecht. Auch gute Stats. Hier bei ihm. No. So, hier in der Höhle ist mein Angstgegner. Red Shards. The Pokémon Egg. From my hometown. No. Wenn ich hier Zertrümmerer mache, dann kriege ich auch. Dann können mir auch Pokémon kommen. Max Ether. Hearthstone. Farm. Red Shards. Pokémon Egg from my hometown, yes. From the Sinnoh region. Come back when you have red shards for me, darling. So. Egg? Chimchar. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Wahrscheinlich hat sie irgendeinen Sinnoh-Starter. Albtraumgegner. Let's go. Chris, battle mich. So, hier sehe ich ja jetzt, was sie hat. Sie fängt an mit Ledian. Wie von mir auch predicted. Smackdown. Perfekt. Crit auch noch, sehr schön. Metang. Bullet Punch, Pursuit und Rock Slide. Summary, was habe ich hier?
Nee, ich brauche auf jeden Fall Feuer. Geh auf Flame Wheel. Sie hat Energieball, Mystic Fire, Will-O-Wisp, Extra Sensory. Da wird Extra Sensory wahrscheinlich jetzt kommen. Sie hat kein Dig mehr. Deswegen kann ich hier mit Future Sight arbeiten. Flash kann arbeiten. Na, das bringt ja nichts. Ich muss wieder wechseln. Jetzt kommt ein Will-O-Wisp, das war klar. Future Sight trifft, sehr, sehr schön. Okay, schön Knockout. Hier hat er auch wieder Rock Slide jetzt. Ich frage, ob ich einen Rock Slide taken kann. Ich glaube nämlich eher nicht. Rock Slide gehen. Man bringt ja gar nichts. Ich muss wechseln. Sein Headbutt kann ich taken. Oh. Dick. Killt nicht, es killt nicht. Ich muss auf den Kill gehen. Och, das war voll misplayed. Ja, jetzt mich down. Außer. Boah, korrekt. Er hat Bullet Punch eingesetzt, der Idiot. Er wird wieder Bullet Punchen. Flame Wheel muss killen. Killt nicht, killt nicht. Take it, take it. Ach nee. Problem ist, er wird wieder Dings. Er wird wieder healen. Ich bin extrem down. Ich kann nichts mehr gegen Luxray machen. Ich habe zu große Schwächen. Okay. Bomben. Sehr schön. Oh, das ist so ein harter Fight hier. Muss killen. Oh, gut. Swagger, Zip-Zap, Shadow Claw oder Snarl. Ich muss auf den Cross-Poison gehen. Perfekt. So, jetzt wird wahrscheinlich Elektroattacke kommen. Es kommt Snarl! Es kommt keine Elektroattacke! Ey, ich check das Game nicht mehr. Future Sight. Was hat er danach noch? Eigentlich nichts mehr, ne? Defense. Flash Cannon. Hit, hit, hit. Jetzt kommt 17. Cross Poison. Okay. Ey, was war denn das schon wieder für ein Bullshit? Wirklich. Er geht nicht auf die effektive Attacke, nee, er geht auf den Snarl. Das ist ein Witz. Das Game ist ein Witz. Der Bite weg. Jetzt haben wir wieder wichtige Member verloren. Sehr, sehr wichtig. Hallo? Ah.
Ach nee, du, ey. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.